Hallo zusammen. Mir ist gerade eingefallen, es ist ja schon Ende März und es wird Zeit für ein YouTube-Resümee März. Was ist mir jetzt im März mit meinem YouTube-Monat so aufgefallen? Also, wir hatten ja im Januar, habe ich ja jeden Tag ein Video gemacht, im Februar jeden zweiten Tag und im März auch jeden zweiten Tag. Und es war so, dass ich im Januar praktisch von einem Tag auf den anderen einen extremen Anstieg an Abonnenten, an Klicks, an Views, an allem hatte. Ich bin am 1. Januar mit 219 Abos gestartet und habe von da an im Schnitt jeden Tag 7 neue dazu bekommen. Das ging auch im Februar so weiter, obwohl ich ja die Schlagzahl der Videos um 50% reduziert hatte. Und habe mich ein bisschen im Februar darüber gewundert, woher das kommt, weil ich eben da noch sehr davon überzeugt wurde, dass die Anzahl der Videos super, super wichtig wäre. Im März ist es jetzt so, dass es wieder einen Tick runtergegangen ist. Das ist wirklich wenig, ja. Wir sind jetzt von 7 auf 6 Abos pro Tag runter, bei nach wie vor 6 Videos pro Tag, obwohl sich die Wiedergabezeit im Schnitt erhöht hat und auch die Klicks insgesamt erhöht haben. Mir ist aber aufgefallen, und das ist ganz interessant, wir sind heute Stand, was ist heute, der 30. März, glaube ich, bei 816 Abos. Also einfach mal eben 600 mehr als am 1. Januar noch. Und auch wenn in der Gesamtzahl die Klicks hochgegangen sind, ist es doch so, dass ich immer noch pro neu hochgeladenem Video immer noch genauso viele Klicks habe wie im Januar. Also ich glaube, das geht immer so an die 100 bis 200, wenn ein Video gut läuft, vielleicht 300 Klicks pro Video. Und daran hat sich überhaupt nichts geändert, unabhängig davon, ob ich 200 oder 800 Abos habe. Und das finde ich recht erstaunlich und ich frage mich ein bisschen, woran das liegt. Ich habe auch nachgeguckt. Ich glaube, die ganze Zeit über ungefähr ein Viertel aller Views von Abonnenten und der Rest sind eben Nicht-Abonnenten. Mich hat unter einem der letzten Videos auch jemand gefragt, warum ich am Ende der Videos immer darauf hinweise, dass man den Kanal ja abonnieren kann soll, wie auch immer. Und ich denke, dass das auch dazu geführt hat, dass mehr Leute abonniert haben. Aber es wird nicht unbedingt dann auch immer alles geklickt oder so. Keine Ahnung, es ist recht interessant. Also wie gesagt, ich habe 800 Abonnenten und ungefähr 200 Views pro Video. Woran liegt das? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze jetzt mal, dass es daran liegt, dass ich relativ viele verschiedene Themen auf diesem Kanal behandle. Zum einen habe ich ja Videos wie das hier, wo es eben um YouTube geht und das wird natürlich nur Leute interessieren, die sich selbst damit irgendwie befassen, weil sie selbst bloggen oder selbst YouTube-Videos machen oder im Studium irgendwas damit zu tun haben. Oder dann habe ich ja noch so Videos, wo ich einfach so Gedankenanfälle habe, was man wahrscheinlich, wenn man dem einen Stempel geben will, weiß ich nicht, Persönlichkeitsentwicklung, Philosophie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich denke da nicht so drüber nach, ich mache einfach das, was mir so einfällt. Und dann gibt es ja Videos, die ganz konkret mit dem Studium zu tun haben, die ja wieder nur interessant für die Leute sind, die selber studieren. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich eben immer nur mit jedem Video immer nur einen Teil meiner Abonnenten erreiche, aber so ganz sicher bin ich mir eben nicht, ob es daran liegt. Ich habe mich auch gefragt, warum ich diesen Monat weniger neue Abos gekriegt habe als im letzten Monat. An der Anzahl der Videos hat sich ja überhaupt gar nichts geändert. An den Themen der Videos hat sich auch nichts geändert. Ich vermute, dass es mit den Kommentaren, die ich selbst auf anderen Kanälen mache, zu tun hat. Ich habe jetzt im März, ich würde sagen, insgesamt weniger Videos geguckt und auch mehr amerikanische, englischsprachige Videos. Und ich hatte teilweise einfach auch nicht so viel dazu zu sagen zu den Videos. Also ich kommentiere ja wirklich nur, wenn ich was zu sagen habe und ich führe jetzt auch nicht darüber Buch und ich habe hier auch kein bestimmtes Ziel, dass ich sage, ich muss jeden Tag so und so viele Videos gucken und Kommentare machen. Nein, ich möchte einfach tatsächlich nur ein ganz wertvoller, lieber, netter Zuschauer sein, der sich mit einem Kommentar aktiv eben an dem Video, das jemand gemacht hat, beteiligt und diesem Menschen irgendwie auch was zurückgeben will, einfach weil ich ja weiß, wie schön und toll das ist, Feedback zu bekommen. Das ist übrigens auch so eine Sache, die sich im März positiv verändert hat. Die Anzahl der Kommentare ist hochgegangen. Das ist super cool, da freue ich mich. Dankeschön. Macht bitte weiter so. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Also, Kommentare sind vielleicht wichtiger, als ich dachte. Die Anzahl der Videos ist etwas weniger wichtig, als ich dachte. Und
ja, ich kann mir das halt nicht so ganz erklären, wie sich das so entwickelt. Insgesamt entwickelt es sich ja positiv und darüber freue ich mich sehr. Es ist aber echt ein bisschen schwer zu sagen, welche Handlung, welche Konsequenz hat. Ich kann es wirklich nicht sagen. Da müsst ihr mir mal euer Feedback geben, weil ganz ehrlich, die eigentlichen Experten für diesen Kanal seid ja ihr. Ich bin ja total subjektiv drauf. Ich sehe das ja alles von der anderen Seite der Kamera. Ihr seid ja die, die sich das reinziehen, was ich hier fabriziere. Nur ihr könnt mir sagen, ob das interessant oder blöd oder ich weiß nicht ist. Also sagt mir doch einfach mal, wie ist das bei euch? Guckt ihr jedes Video? Guckt ihr nur bestimmte Videos? Welche Videos guckt ihr? Kommentiert ihr eigentlich jedes Mal, wenn ihr meine Videos seht oder nur in bestimmten Fällen? Also sagt mir mal einfach alles, was euch dazu so einfällt. Und weil wir gerade so schön bei dem Thema sind, möchte ich auch noch hier einen Kommentar aufgreifen, den ich unter dem Video hier hatte. Oh Gott, ich kann mir nicht merken, auf welcher Seite. Da ging es um erfolgreiches Blogging und da hatte eine Kommentatorin, oh Gott, wie hieß sie jetzt gerade? Ich stehe jetzt gerade draußen, habe den Namen Fräulein Schwarz. Oh Gott, du weißt, dass ich dich meine. Sie hatte vorgeschlagen, weil ich ja gefragt hatte, was denn eurer Meinung nach Blogger erfolgreich macht, hatte sie vorgeschlagen, dass ich euch doch mal dazu aufrufen sollte, dass ihr mir jetzt einfach in die Kommentare, ohne in eure Abo-Boxen zu gucken, aufschreibt, wer eure Lieblings-YouTuber oder Blogger sind und warum. Also nicht nachschauen, sondern wer fällt euch als erstes ein, wen guckt ihr besonders gern und warum. Das wäre echt total cool. Dann kann ich mir auch mal ein paar von deren Kanälen angucken und mir mal angucken, was die so cool machen. Krieg selber ein bisschen Inspiration. Wir können uns gegenseitig coole Kanäle vorschlagen. Das würde mich doch wirklich, wirklich freuen. Und ja, was meine Masterarbeit angeht, sie geht voran. Ich schreibe ja über das Thema Blogging als Geschäftsmodell und gucke mir da eben Erfolgsfaktoren an. Und ja, es läuft langsam, Krise ist überwunden. Ich schreibe fröhlich vor mich hin. Und jetzt bereite ich gerade die Experteninterviews vor. Ich habe die erste Zusage. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis dieser Mensch wirklich Zeit für mich hat. Ich warte auch noch auf die Antworten der anderen und werde mir dann ihr Einverständnis holen, sofern das für sie okay ist, und das dann auf Video mit aufzeichnen und euch dann eben auch zeigen, was sie zu all diesem Thema denken, und damit wir einfach alle was davon haben. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat und ich auch im, was haben wir, April wieder sowas machen soll, dann vergiss nicht, einen Daumen oben zu lassen und einen Kommentar und natürlich Kanal abonnieren, damit du das nächste Update nicht verpasst. Bis dann. Tschüss.